und herzlich willkommen zu Voll Total, der Sendung mit den echten Highlights aus den deutschen Talkshows. Ja, und heute unser Thema: Deutschlands verfänglichste Vaterschaftstests. Ist das oder ist das nicht? Diese Frage beschäftigt mehr Menschen, als sie sich vorstellen können. Und wir wollen heute mal wieder zur Aufklärung beitragen. Hey Anja, grüß dich. Warum bist du bei mir? Weil mein Ex denkt, dass er nicht der Vater ist von unserem Sohn. Wie heißt der Sohnemann jetzt? Alex. Alex. Und ist wie alt? 7. Warum glaubt er nicht, der Vater zu sein? Da war mal was, ja. Das war aber 4 bis 6 Wochen vorher. Ist denn sonst noch mal mit dem anderen irgendwas gewesen oder nur mit dem einen als Zeitsprung? Nur mit dem einen. Warum glaubst du, wie heißt dein Ex eigentlich? Falk. Falk. Mhm. Warum ist Falk da jetzt so erpicht drauf auf einmal? Will er nicht zahlen oder? Ja, wenn er zahlen würde, dann wäre es er zufrieden. Zahlt gar nicht. Er zahlt nicht, er kümmert sich nicht. Also ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Soll er sich denn kümmern? Möchtest du das? Ja, bitte. Es ist nicht unbedingt alles so, wie ich mir das in meinem Gedanken halt zurechtgelegt habe. Zum Beispiel Alimente zahlen, das ist so eine Geschichte für sich. Das hat einen gewissen Hintergrund. Zum Beispiel, wenn man ohne Beschäftigung ist, dann ist es nicht unbedingt immer so, dass man Alimente zahlen kann. Ja, wenn man unter einem gewissen Niveau ist, möchte man für sich selbst was haben. Ich war noch in der Berufsschule und hatte ein paar aus meiner Klasse bei mir daheim und wir haben halt noch was für die Schule gemacht. Und dann, weiß ich nicht, das war eine relativ lockere Atmosphäre. Ich weiß nicht, darf ich das erzählen? Das ist ein bisschen blöd, ja. Ich meine, das ist ein Armutszeugnis auch für mich, aber die Anja meinte, ich geh jetzt halt baden. Und der andere meint, ja, ist okay, ich komme halt mit. Und da habe ich mir auch nichts bei gedacht. So, die sind, ich sagte gerade, auch Armutszeugnis für mich, ja. Warst du voll wie 1000 Russen oder was war da los? Nein. Wart ihr in der Wanne, Anja? Ihr habt echt gebadet. Mhm. So. Nebenbei. Mit Rücken einseifen und allen drum und dran. Mhm. Können wir die Geschichte ein bisschen aussparen? Ja. Fragen wir mal so, nur Rücken einseifen oder? Und das volle Programm. 13 Uhr. Mhm. Also man hätte danach, falls ein anderer in die Wanne gewollt hätte, neues Wasser reinmachen müssen. Echt? Mhm. Gewisse Zweifel kommen doch da bei jedem Mann eigentlich hoch, denke ich mal, wenn meine Freundin sagt, ich gehe jetzt baden. Ich wollte es nicht wissen. Also erstmal die Tatsache, bei einer Party steht meine Freundin auf und sagt, ich gehe jetzt baden. Keine Party. Sag mal, bist du irre? Oder was? Was war das? Gemütliches Zusammensitzen? Ja, gemütliches Beisammensitzen, ein bisschen was für die Schule tun und ein Video halt schauen. Und ich gehe jetzt baden und dann springt auf einmal ein anderer auf und sagt, ich auch. Spätestens da würde ich doch sagen, du willst baden? Ja, ich würde, ganz sicher. Und das war dieser Moment, wo wir jetzt drüber reden, wo eventuell der Kleine hätte gezeugt werden können, in der Wanne. Ein Bekannter, der in eurem Leben jetzt noch eine Rolle spielt. Zu wiederholen, oder? Selbstverständlich. Ich bin ja auch nicht böse oder so, es ist einfach nur eine unendliche Traurigkeit. Das glaube ich. Was sagst du dazu, Anja? Gar nichts mehr. Das ist heftig, oder? Tja, was lernen wir daraus? Sex kann man an den unterschiedlichsten Orten haben. Im Flugzeug, im Fahrstuhl oder eben in der Badewanne. Egal wo, die Folgen sind die gleichen. Hallo Janine. Hallo. Wie kommt es, dass du nicht weißt, wer dein leiblicher Vater ist? Wie ist das bei dir gewesen? Ja, also ich bin in einer Adoptivfamilie groß geworden und habe vor 1,5 Jahren erst meine leibliche Mutter kennengelernt. Ja, und die hat mir dann auch den und so im Nachhinein war sie dann am Überlegen, da käme noch einer für in Frage. Aber 20 Jahre lang waren sie halt der Meinung, er wäre der Vater. Hat sich auch keiner weiter drum gekümmert. Kalle hat das auch akzeptiert, hat gesagt, du bist meine Tochter. Ja. Hat das Kalle denn genauso überrascht, dass Mami auf einmal sagt, vielleicht bist du es gar nicht? Ja, nee. Also ich glaube nicht wirklich. Er weiß ja, wie damals die Zeit war. So, und wieso, was war das für eine Zeit? Ja, wie alt ist Kalle denn? 40. 40? Ja. Aha. Wie stark würde es sich denn treffen? Weil du hast eben gesagt, als du Kalle gesagt hast, hast du gegrinst dabei. Also ich nehme daraus, dass du den schon ganz gerne magst. Ja. Und wenn er nun nicht dein Vater wäre er denn von einem Tag auf den anderen nur noch ein guter Freund für dich? Oder?
Ja, es war ja nie so ein Vater-Tochter-Verhältnis irgendwo, weil ich ihn ja auch jetzt erst seit anderthalb Jahren kenne. Aber an unserem Verhältnis selbst wird sich, glaube ich, nichts ändern. So, Kalle, dann erzähl mir mal aus den wilden 80ern. Was habt ihr da alles so gemacht? Ja, war schon eine wilde Zeit. Viel Party. Du hast gehört, worum es geht. Sie weiß nicht genau, ob du jetzt ihr Papi bist, ja? Ja, so hundertprozentig weiß ich es auch nicht. Was sagt denn die betreffende Mutter dazu? Ja, so hundertprozentig sicher, ich sehe sich auch nicht. Ja. Kann sie das denn ein wenig einschränken, sagt sie, du und eventuell noch der oder der? Oder? Ja, also das wird schon eingeschränkt. Was wäre dir denn lieb? Ja, also ich wäre eigentlich auch ziemlich traurig, wenn sie es nicht wäre, also meine Tochter. Mhm. Weil da spielt auch noch eine andere Person eine Rolle. Weil Janine hat noch einen Sohn, der wäre dann mein Enkel. Oder nicht. Oder auch nicht. Die ganzen Zahlen, wo ist der Textmarker? Da. Da seid ihr richtig. Janine und Karl-Heinz, gut, wenn man hier nichts Falsches verliest. Die Vaterschaft gilt damit als praktisch erwiesen. Alle drei? Ja. Wie alt sind die denn, die Kleinen? Wird jetzt 4, 2 und 8 Monate. Weil ich ihm ein Geständnis gemacht hatte vor Weihnachten, dass ich, wo wir 4 Wochen auseinander war, einen Online-Stand hatte. Mhm. Und da denkt er jetzt, und dann ist seine Meinung, dass die anderen auch von dem Typ, dann wäre, dass ich mich dann öfters mit dem dann heimlich getroffen hätte und dann noch die anderen gemacht hätte. Ja, und dass seine Mutter gesagt hatte, mal zu ihm, dass er Zeugung unfähig wäre. Das sagt die Mutter? Woher weiß sie das denn? Nee, er wurde mal beschnitten und an der Leiste unten operiert. Und da hätten die Ärzte zu der Mutter gesagt, dass er dann zeugungsunfähig wird. Keine Ahnung warum. Und das. Also alle beschnittenen Männer und die mal irgendwas an der Leiste hatten, ja, haben nur noch heiße Luft? Keine Ahnung. Ja. Oder ist aber schiefgegangen beim Beschneiden, das weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ja, du wirst dich damit doch schon mal auseinandergesetzt haben. Schon, ja. Sieht normal aus. Ja. Oder nicht so? Doch. Cool. André, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Was ist an der Geschichte dran, die ich gerade gehört habe, dass diese drei Kinder deiner Meinung nach nicht von dir sind? Ja, Fakt ist, er hat da jemand anders und ja, warum sollte er nicht auch dreimal mit ihm was gehabt haben oder so? Was hat deine Mutter zu dir gesagt? Ja, da ich nur Luft in der Pfeife hätte, also. Woher glaubt deine Mutter zu wissen, dass da nur heiße Luft rausgetüßert kommt? Ja, also sie hat immer gesagt, bei meinem Bruder oder bei mir und bei einem von uns beiden. Sie wüsste nicht mehr genau, bei wem, aber ja. Ja, ja, das ist okay. Aber woher weiß deine Mutter auch das, dass einer von euch beiden zeugungsunfähig ist? Ja, darüber habe ich eigentlich nicht mehr mit ihr gesprochen, weil ja. Ist doch interessant zu wissen. Ich meine, wenn die Hobbymedizin schon mal getroffen? Der hat auch einen Sohn, ja. Ah, der hat einen Sohn? Ja. Und da hast du 1 und 1 zusammengezählt und hast gesagt, der kann, also habe ich die heiße Luft gekriegt. Genau. Was? Haben wir ordentlich was wegzuarbeiten. Also, Chantal, Leon und Julia Marie. Gibt es irgendeinen von diesen Kleinen, wo du dir eigentlich die größten Zweifel machst? Bei der ersten. Das wäre Chantal oder Julia Marie? Die Julia. Julia Marie. Nennst du nur Julia? Ja. Okay. Dann machen wir erstmal Chantal. Jo, von wegen heiße Luft. Nee, also hier hast du schon mal satt getroffen. So.
André und Leon. Nur gucken, dass ich die richtigen immer habe. Das wäre sonst sehr übel. Simone, André, möglicher Vater. Leon, das Kind. Ja, sieht gut aus. Die Vaterschaft ist auch da erwiesen. Simone und André sind gespannt. Wie gesagt, bei Julia Marie hast du die größten Zweifel. Warum eigentlich? Ja, also von da, von dem Seitensprung weiß ich, also... Den gab's definitiv. Ja. So, wir hoffen, dass das nicht so auf die Stimmung drückt. So, das liebe Labor Humatrix hat uns das alles ausgewertet. Nicht duschen hier, ne? So. Simone, André, Julia Marie, das Kind. Alle Sorgen sind absolut unbegründet. Die Vaterschaft ist praktisch erwiesen. Also meine Mami, die hat sich ja nun wirklich redlich bemüht, mir alles beizubringen, was man im Leben so braucht, sodass ich später auch mal gut allein zurechtkomme. Ja, und nur dies, ich gucke den ganzen Tag Talkshows. Ja, Sie können sich natürlich vorstellen, dass meine Mama jetzt in großer Sorge ist. Aber liebe Mama, da ist doch nichts Schlimmes bei. Ja, und würde ich das nicht tun, dann könnte ich Ihnen den folgenden Beitrag auch gar nicht zeigen. Und das wäre sehr schade. Wie alt ist er denn? Er wird in diesem Jahr 21. 21, da zweifelst du aber schon ganz schön lange, oder? Ja, und hatte aber keine Möglichkeit, dagegen irgendwas zu unternehmen. Das glaube ich dir nicht. Hättest du mal die Mutter fragen können, ob du der Vater bist. Die hat so viel erzählt, da kann man nicht alles glauben. Mhm. Was mich ein bisschen wundert und was mich auch schockiert und was in meinen Augen sehr kalt und abweisend klingt, ist ja eigentlich, wenn jemand sagt, hoffentlich ist das nicht mein Sohn. Mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Täusche ich mich da oder ist das so bei dir? Es ist mittlerweile so. Es ist ein ziemlicher Klotz am Bein. Du sprichst hier von dem Kind, was du all die Jahre so begleitet hast? All die Jahre begleitet stimmt ja gar nicht. Wie war es denn? Der Kontakt war nur bis eine Woche, bevor er ein Jahr alt wurde. Mhm. Und danach? Und dann war die Beziehung beendet. Mhm. Was empfindest du denn für Sebastian? Ist es wie so ein wildfremder Mensch, den du gar nicht kennst? Könnte das jeder 21-Jährige hier aus dem Publikum sein? Könnte das irgendjemand sein, der dir auf der Straße begegnet? Oder ja, weil da besteht überhaupt keine Beziehung. Oder willst du es nicht sein, weil du dann das Geld abdrücken musst? Nein, der Zweifel besteht ja, sie kam aus einer Ehe. Von einem Tag auf den anderen. Und 14 Tage, 3 Wochen später sagte sie mir, sie ist schwanger. Tja, vielleicht bist du so ein Schneller, weißt du? Mag sein, aber vielleicht war ja der Ehemann auch noch dabei. Ich habe keinen Vater. Was hat denn deine Mutter immer so über ihn erzählt? Nix? Wenig? Nichts Großartiges. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht gesehen, ihr beiden? 5 Jahre, 6 Jahre. Großing war 4 Jahre, ne? Ja, 4,5 Jahre. 4 Jahre. Ja, circa 4 Jahre. Würde dich das denn freuen, wenn jetzt gleich das Ergebnis ist, der Mann ist dein Vater? Das würde ja nicht viel ändern. Wir haben ja auch letzte Woche telefoniert. Ne? Mhm. Man kann das nicht von einer Sekunde sagen. Dass man kann keine Gefühle von einer Sekunde auf die andere aufbauen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, irgendwie verstehe ich das nicht. Dir ist das egal, Egal ist es nicht, aber man muss doch mal wissen, was überhaupt. Was hat denn deine Mutter immer zu dir gesagt, wer ist dein Vater? Ja. Ja, und er glaubt es nicht. Jungs, wer macht den Umschlag auf? Wollt ihr das wissen? Ja, willst du ihn aufmachen? Hier liegt ja mehr da drin. Dir ist es alles so egal. Du sagst, ich habe gar keinen Vater. Ich meine, man kann doch nicht so ohne Vater durchs Leben gehen. Doch. Wem darf ich den Umschlag in die Hand drücken? Ja, Axel, jetzt wolltest du es wissen. 21 Jahre sind um. Vielleicht sind wir schlauer. Tja. Tja, jetzt müssen wir es. Was denn? Muss jetzt Papa zu ihm sagen? Komm her, Mensch. Was ist denn los? Ist er dein Sohn? Ja. Ja, Sebastian, darf ich dir deinen Papa, deinen Vater vorstellen?
kenne ihn ja. Ja, weiß ich ja. Also hast du jetzt einen? Oder ist es noch ungewohnt, so eine Umarmung des Vaters? Erzeuger mehr oder wir weniger. Wir werden versuchen, das daraus zu machen. Können wir machen. Ja? Okay. Ja, dann habt ihr noch viel vor, ihr beiden, ja? Ich wünsche euch einen langen Atem jetzt auf der Strecke, die ihr vor euch habt. Und ja, vielleicht entdeckst du ja, dass es auch ganz toll ist, einen zu haben. Liebe Eltern, nehmen Sie den nächsten Beitrag bitte mal als mahnendes Beispiel und klären Sie Ihre Kinder vorher auf und nicht erst, wenn es zu spät ist und die Sprösslinge selbst schon Mama oder Papa geworden sind. Angelika, na, war das mit 13? War er 13 tatsächlich? Ja, er war tatsächlich 13. Mein Gott, was geht denn einer Mutter vor, wenn der 13-jährige Steppke auf einmal sagt, du, Glückwunsch, vielleicht wirst du Oma. Ja, das hat ja nicht er mir gesagt, sondern er war ja damals mit einem Mädel zusammen, die war ja 4 Jahre älter. Und irgendwann, nachdem die Beziehung schon beendet war, haben wir erfahren, dass dieses Mädchen schwanger ist. Und dann habe ich ihr halt eine Nachricht geschickt, sie soll sich doch mal melden, ich möchte wissen, ob da was dran ist. Und dann hat sie eigentlich erst mal gesagt, dass sie, dass aber mein Sohn es nicht sei. Rein rechnungsmäßig käme es aber hin. Hi Nadine, grüß dich. Hallo. Wärst du nicht selbst minderjährig, wäre das Verführung Minderjähriger. Aber einen 13-jährigen Burschen im Bett zu haben, ist wahrscheinlich schon eine Seltenheit. Und Verhütung war kein Thema für euch damals? Nee, also eigentlich nicht so. Wir haben nie richtig drauf angesprochen. Es war nicht so. Also ich wollte die Pille irgendwo nicht. Nö. Und was anderes kam nicht in Frage, verhütungstechnisch? Nee. Nee. Nicht. Seid ihr nicht aufgeklärt worden, also zu dem Zeitpunkt? Ja, also ich war aufgeklärt, ich denke mal Martin auch. Ja, und Martin aufgeklärt? Aber irgendwie, das war ja, wie? Einfach. Was halt im Fernsehen so läuft, oder was? Und dann irgendwann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, wie ist es bei dir gewesen? Bauchschmerzen, Regel bleibt aus und der Arzt sagt dann Glückwunsch. Eigentlich gar nichts, es ist einfach gewachsen. Ich habe es einfach irgendwann mitgekriegt. Also mir hat irgendwann kein Alkohol mehr geschmeckt. Und dann irgendwann dachte ich so, irgendwas stimmt nicht. Ich bin ja nicht zum Arzt gegangen gleich. Da kann doch was nicht stimmen. Der Whisky schmeckt halt so anders. Na, zum Arzt bin ich eigentlich erst im 6. Monat gegangen. Ja. Was? Aber 6. Monat, da hat man ja schon einen sichtbaren Bauch, oder? Ja, aber nicht, wenn man weite Klamotten hat und so, dann geht das schon. Ja, ja. Nein, ich meine jetzt auch nicht für die Umwelt, sondern für dich, einfach vom Gefühl her. Hast du nicht ein bisschen Angst gehabt? Was haben deine Eltern gesagt? Meine Eltern wussten gar nichts. Es wusste zwar der ganze Ort was, aber meine Eltern nicht. Wie hast du das deinen Eltern denn beigebracht? Ich habe es ihnen gar nicht beigebracht. Meine Mutter hat mich auf den Sonntagabend... Sind zur Taufe eingeladen worden, oder was? Nein, meine Mutter hat mich auf den Sonntagabend einfach mal so ins Zimmer reingeschneit und hat mich dann am Schreibtisch mit so einer dicken Kugel sitzen sehen. Und dann? Ja, und dann fing sie einfach, sie kam rein, schaute mich an, sagte 6. Monat und ich habe dann bloß gesagt, nein, ich bin dick geworden. Ich habe zu viel gegessen, habe ich versucht, aber es hat nicht hingehauen. Finden die das toll? Meine Mama fand es nicht toll. Ah. Also sie hat geheult und sie war völlig... Also sie wusste gar nicht mehr, vielleicht was sie sagen wollte. Vielleicht war sie auch wollte. Ein bisschen enttäuscht, oder? Wer käme denn da noch in Frage? Ja, da käme noch ein zweiter Junge in Frage. Martin! Ja, hallo. Ja, hallo. Was ist denn da los? Komisches Gefühl? Bist du der Vater von Dominik oder nicht? Wie schläft sich's im Augenblick? Naja, nicht so gut so. Warum nicht? Naja, ich denke halt viel drüber nach so. Glaube ich. Den haben wir bestimmt auch ganz schön lieb, den Kleinen schon, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ein Foto hast du mitgebracht, so. Können wir uns mal angucken eben. Eins davon ist Martin, ne? Oder? Ja, der rechte ist Martin. Der rechte ist Martin, links ist Dominik. Genau. Ja, also ehrlich gesagt, sehen beide super süß aus, aber ich halte immer nichts von dieser Theorie. Ja, die sehen sich ja ähnlich, das muss ja eindeutig. Ich finde, Babys sehen sich immer ähnlich, oder? Nee, echt nicht? Nee. Na gut, farbige Kinder ausgenommen, da sieht man schon einen Unterschied. Aber sonst... Aufgeregt? Mhm. Das glaube ich. Du auch, Martin, oder ist nicht so schlimm gerade? Ich weiß nicht.
So, Nadine, Martin, Dominik, der Kleine und von mir aus kannst du den Vaterschaftstag ordentlich feiern. Du bist der Vater, herzlichen Glückwunsch. Bye. Dann hat man es doch gesehen, siehst du? Was bedeutet das für dich jetzt, Nadine? Mir fehlen die Worte. Findest du es gut? Ja, es ist gut, weil ich es gehofft habe irgendwo. Ja. Auch. Siehst du, hat das doch was gebracht, was für uns alle die Daumen gehalten haben, dass die kleine Familie nicht zerrissen wird. Grüß mir den kleinen Dominik unbekannterweise und war schön, dass ihr da gewesen seid. Dankeschön. So leid es mir tut, aber das war schon wieder für heute. Und wenn Sie sich nun wundern über das, was Sie hier gesehen haben, dann muss ich Ihnen mal ganz ehrlich sagen, mir geht's auch so. Also ich habe hier schon vieles gesehen und auch gezeigt, aber ich wundere mich immer wieder. Im Grunde genommen ist das ja aber auch ganz gut so, denn so wird es nie langweilig hier bei Volltotal. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. So, um nochmal auf die heiße Luft zu sprechen zu kommen. Sprich mal mit Mami, was das sollte. Wer ihr das erzählt hat, dass einer von den Burschen nicht richtig, ne, so wie er gerne möchte. Ist ja schon komisch irgendwie, woher kommt das? Weil ich denke mal, dass das einen Mann auch belasten könnte. Ja, belastend war es schon, also. Ja eben, vor allen Dingen. Kam ein Kind nach dem anderen und.